Oh, hallo, da sind wir mal wieder bei meinem Let's Play von Divinity 2 Ego Draconis. Wenn ihr jetzt gerade am unteren Bildschirmrand seht, ihr jetzt gerade so eine Worteinblendung. Nachdem Talana ja jetzt letztes Mal ihre Kräfte auf uns übertragen hat, ist sozusagen jetzt auch ihr Geist in unserem Gehirn, weswegen wir jetzt immer mal wieder ihre Stimme hören. Wobei es normalerweise hören heißt. So, und prinzipiell hat das Spiel gerade erst jetzt richtig angefangen, weil jetzt sind wir kein Drachentöter mehr, sondern sind Drachenritter geworden. Und da vorne seht ihr Talanas toten Körper. Ja, Pech für sie. Nun sollen wir Damian aufhalten. Allerdings ist es nicht gerade einfach, als einzelner Mann gegen eine ganze Armee zu bestehen, auch wenn man sich in einen Drachen verwandeln kann, was wir jetzt sogar noch nicht mal können. Um uns nämlich in einen Drachen zu verwandeln, brauchen wir den sogenannten Drachenstein, und der befindet sich im sogenannten Drachenturm, alles Drachen, natürlich. Und dieser Drachenturm, ich zeig's euch gleich mal, oh, mein Computer ist ein bisschen langsam. Der Drachenturm steht hier unten auf der Wächterinsel. Dieses riesige Ding da. Allerdings ist es nicht so einfach, da hinzukommen, und noch einfacher, an den Drachenstein. Weniger einfacher, an den Drachenstein zu kommen. So, schauen wir erstmal nach, wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir bis zum Aufstieg. 99, okay. Wollen wir mal noch unseren untoten Kumpel. Guten Tag, Drachentöter! Willi ist mein Name und verkauft mein Geschäft! Der hier ist ein Betrüger, der will im Haus andrehen. Aber natürlich seid ihr das! Oder wollt ihr nicht euer... Ich bin Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Trümmertal und wisst du schon das ein oder andere... Objekt, das perfekt zu euch passt? Zuerst hätten wir das Pholushaus im Dorf. Oder aber ihr kauft ein Stück Land und lasst darauf ein Haus nach Unsinn! Kommt schon! Welches Haus wollt ihr haben? Wenn wir uns das nächste Mal... Ich werde nie bei dem was kaufen, weil das ist totaler Betrug. Man verliert nur Kohle. Kommt überhaupt nichts. Ja, und hier sehen jetzt sozusagen schon Lovis alte Lakaien. Weil Lord Lovis ist ein ehemaliger Drachenritter, der ist allerdings schon seit Jahrhunderten tot, aber seine Seele ist immer noch in seinem Turm gebannt. Deswegen können wir den guten Lovis, Intelligenz brauchen wir nicht so. So, gehen wir mal noch auf Fertigkeiten. Wir können unseren Untoten nichts geben, aber mir ist hier mal was ganz Besonderes, das kennen wir noch nicht. Weisheit. Nämlich, wenn man Weisheit skillt, bekommt man ein bisschen mehr Erfahrung für jedes getötete Vieh. Was für einen schnelleren Levelaufstieg sorgt. Also es ist gar nicht mal so dämlich, dafür ein bisschen Lernpunkte zu investieren. Und später können wir ja nochmal unsere gesamten Fähigkeiten zurücksetzen. Das machen wir dann aber erst bevor wir dann in den Kampf gehen. Ja. Okay. Tot. Okay. Ja. Skelette fertig machen, dann zeige ich euch mal was. Was gerade los ist, keine Ahnung.
So, ich hatte gerade ein bisschen technische Probleme, aber hier sind wir wieder. Ich habe gesagt, ich wollte euch was zeigen und ich hab's euch versprochen. Mein Wort. Vorher möchte ich noch die beiden Skelette da loswerden. Erstmal den hier, auf den wir gerade ballern. Ah, und vorher möchte ich euch noch was zeigen. Nämlich haben wir eine kleine Fertigkeit bekommen, dadurch, dass wir mit Talana gesprochen haben, nämlich die hier. Jetzt kann man höher springen, höher und weiter. Macht das alles ein bisschen lustiger. So, ich glaube, das war Ante, hier in dem Bereich. Ja. Alles. Seht ihr da oben auf der Brücke die Untoten? Da unten ist alles voller Untoter. Da hinten bei der Brücke ist es auch nicht viel besser. Das heißt, wenn wir Lord Lovis gegenübertreten wollen, müssen wir die alle platt machen. Und um das zu schaffen, möchte ich schon noch ein bisschen höher im Level sein. Deswegen werden wir uns in nächster Zeit noch ein bisschen Trümmerteil umschauen. Versprochen. Mit einem Hasenopfer beenden wir das Video für heute. Wiedersehen und bleibt zackig.